Ein Händler profitiert insofern von standortbasierten Netzwerken in der Zukunft, dass er durch digitale Medien genau die Zielgruppen erreicht, die tatsächlich auch einkaufen wollen. Das heißt, also die stehen sehr nahe an der Einkaufstransaktion, weil sie konkret nach einem bestimmten Produkt suchen. Ein einfaches Beispiel, eine junge Familie, die jetzt gerade ein Kind bekommen hat, die nach einem Kinderspielzimmer sucht, das einrichten möchte, ja, kann dann von standortbasierten Netzwerken insofern profitieren, dass sie die Angebote finden, die sie tatsächlich suchen. Und so eine Art ja, Win-Win-Situation entsteht zwischen dem Verbraucher, der konkret nach einem Produkt sucht, und dem Händler, der an diesem Verbraucher interessiert ist und genau weiß, dass die ja einkaufen wollen und so eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit hat, dass er diesen Verbraucher auch zu sich in das Geschäft vor Ort bringt. Ein konkretes Beispiel, also bei Google sind alleine 25% aller Suchanfragen lokal. Das zeigt, dass man als Händler durch digitale Handzettelwerbung da auch stark von profitieren kann, indem man seine Printmechanik online verlängert und so von zusätzlicher Netto-Reichweite profitiert. Wir sagen immer, dass sich der Print-Handzettel vom Digitalen insofern unterscheidet, dass er digital mit vielen Mehrwerten versehen werden kann. Also betrachten Sie den Print-Handzettel einfach mal als ein dummes Stück Papier, sage ich mal, der ja nicht wirklich mit dem Verbraucher interagiert. Im Internet ist das ganz anders, weil man in Real-Time ja auch dem Verbraucher individuelle Präferenzen präsentieren kann. Also er hat nach einem konkreten Produkt gesucht, Beispiel Pampers, dann kann ich ihn ja direkt auch auf Seite 7 im Lebensmittelprospekt lenken, wo die Pampers auch enthalten sind. Das ist der eine Faktor, also Relevanz. Ich mache aus Werbung Premium-Inhalte, weil ich sie zur richtigen Zeit auch an den richtigen Ort bringe. Und der zweite Punkt ist, dass man diesen digitalen Handzettel über das reine Printprodukt hinaus noch mit zusätzlichen Mehrwerten anreichern kann, also Produktinformationen für Diabetiker, weitere Hintergrundinformationen wie zum Beispiel Videos, Imagevideos oder Erklärungsvideos, wie kann ich jetzt meine Wand zu Hause blau anmalen für mein neues Kind und so weiter. Also das sind viele, viele Möglichkeiten und wir stehen da erst ganz am Anfang, weil man in den nächsten Jahren auch die Handzettelinformationen immer stärker individualisieren und auf die spezifischen Interessen eines Verbrauchers auch zuschneiden kann. Das ist das Schöne am Internet, weil man alles direkt matchen kann von den Informationen. Printwerbung ist prädestiniert dafür, Push-Werbung zu erzielen. Das heißt, wenn man über die Frage nachdenkt, was ist Push, was ist Pull, möchte ich im Print über Push eine enorme Reichweite erzielen, habe aber hohe Streuverluste. Pull bedeutet, dass ich zum Beispiel über das Internet nur die Verbraucher erreiche, die tatsächlich konkret nach etwas suchen. Beispiel, wenn wir mal den Handzettel wieder nehmen, Push würde bedeuten, ich als Händler haue 25 Millionen meiner Print-Handzettel in ganz Deutschland in die Briefkästen. Wenn ich aber die 50.000 erreichen möchte, die sich jetzt konkret für Actimel oder für einen Bohrschrauber interessiere, dann setze ich auf ergänzende Pull-Mechanismen, die man zum Beispiel über online-basierte Netzwerke dann auch erreichen kann. Es ist deshalb essentiell, Handelswerbung im Internet regional auszusteuern, weil ein Händler immer auf die individuellen lokalen Präferenzen der Verbraucher Rücksicht nimmt. Konkretes Beispiel, man kann nicht in München Werbung für Flensburger Pilsner machen und man kann nicht in Flensburg Werbung fürs Erdinger Hofbräu machen. Das heißt, also ein Händler achtet immer sehr stark darauf, wie kann ich meinen Kunden, meinen Verbraucher vor Ort mit seinen individuellen Präferenzen besonders glücklich machen. Ja, das hängt in erster Linie dann von der Produktauswahl ab. Zum Zweiten Preise, regionale Unterschiede, regionale Kaufkraft, Wettbewerbsintensität. Ja, ich kann in einem Umfeld, wo ich keinen Wettbewerber habe, anders agieren als in einer Stadt, wo ich 20 Wettbewerber habe. So, das heißt, ein Händler unterscheidet seine Angebote immer nach Region in diesen verschiedenen Dimensionen. So, um dann ein Produkt zu haben, das für den Händler attraktiv ist, muss man diesen lokalen Aussteuerungsmechanismus 1:1 abbilden, um zum Beispiel von einem großen Lebensmittelhändler auch mehrere hundert unterschiedliche regionale Angebotsversionen auch so abzubilden, dass jeder Verbraucher das konkrete Produktangebot auch bekommt, was er bei sich in der Filiale vor Ort auch tatsächlich kaufen kann. Ja, also die Lokalität des Internets ist gerade die große
Zäsur, die das Internet gerade durchmacht. Das ist ein riesen Epochenwandel, weil Location-Based Services zum ersten Mal dem Handel auch die Möglichkeit geben, diese Regionalität auch zu berücksichtigen.